Ho, ho, ho und herzlich willkommen hier zum Sonntagsstream, ja. Ho, 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 Mario lacht sich schon wieder einen ab hier. Ja, so ist das halt. Ja, heute mal an einem Sonntag, erster Weihnachtsfeiertag. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit schon wieder vergangen ist. Und wir wünschen euch natürlich auch immer noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Heiligabend ist ja rum, Geschenke habt ihr wahrscheinlich alle schon reichlich bekommen. Ja, und schon alles aufgerupft. Alles schon aufgerupft und zerstört wahrscheinlich. Nee, also aufrupfen, ja, zerstören nicht. Zerstören ist dein Part. Ich weiß. Ja, und wir haben uns gedacht, so, heute ist mal wieder Streamzeit. Ne? Wir wussten ja noch nicht genau, ob heute oder morgen. Hatten aber gesagt, okay, heute, wenn morgen schon anderweitig verplant ist. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Ne? Wir haben schon mal Schneemänner gebaut. Wenn wir schon echt keine bauen, bauen wir hier wieder welche. Ja, eben. Hier schneit es ja nicht mehr ansatzweise. Hier regnet es den ganzen Tag in Berlin. Das ist echt irre. Ja. Und Geschenke. Hier sind sogar noch eingepackte Geschenke. Unglaublich, dass hier noch keiner aufgerissen hat. Irre, ne? Ja, weiß, es ist nur Papier drin. Hier sind auch noch zwei Weihnachtsmänner, wollte ich sagen. Ach, also du bist draußen? Ja. Muss ich mal gucken. Ja, wir werden auf jeden Fall heute mal Raptor Klaus besuchen gehen. Ja. Mal. Der kommt ja öfter mal zu Besuch im Stream, ne? Also... Den werden wir sicherlich zu sehen bekommen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Mario hat was vorbereitet, das stimmt. Hallöchen, Steve Fordai und Simon, Zitrone, Einhorn, Streifentiger, Kayla, denke ich mal, soll das heißen, Teddy, Laurin und alle, die jetzt schon dabei sind. Genau. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja nämlich schon mal was vorbereitet. Der hat mich nämlich vorhin angegriffen hier, der Terrazinosaurus. Ich bin schon wieder voll falsch unterwegs. Ich will gucken. Der ist Terrazinosaurus. Terrazinosaurus. Ich habe immer Terrazinosaurus Terry. Terrazinosaurus heißt der. Und Hallöchen Holly. Ist ja auch frohe Weihnachten. Ja, der hat mich nämlich vorhin angegriffen hier und die machen echt einen Schweineschaden. Also ich hatte vorhin einen 55er, da hatte Bonnie ein bisschen zu knabbern dran. Das stimmt. Der hat 132 Schaden an Bonnie gemacht pro Schlag und die hat schon einen Mastercraft-Zettel, muss man sich ja vorstellen. Mm. Oh, der ist echt bald fertig, geil. Der ist jetzt hier Level 75, Männchen, der ist auch fast durch und ich habe hier übrigens noch was vorbereitet. Mal gucken, ob man das sieht von hier aus. Du hast noch was vorbereitet? Hey, hallo, nicht die Tür aufmachen? Nein, mache ich nicht. Hallo? Was ist das denn? Ach, da, oh Gott, das sind die mit den leuchtenden Augen. Boah, garstiges Vieh. Oh, hallo. Der ist ja echt ein bisschen aggro hier. Ja, und Hallöchen, Simon. Guten Tag. Euch auch noch schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Dir auch. Und dir nur nachträglich alles Gute, Annie. Dankeschön. Endlich wieder ein Jahr älter. Ja. Da muss man durch. Ja, und Hallöchen, die Gamer zocken. Und das Sabrinachen ist auch da. Winke, das winke. Ist, die Gamer zocken ist Involt. Echt? Ah, alles klar. Ach, da steht's. Alles dem, klar. Dem habe ich erstmal wieder den Luke vor der Nase zugemacht. Der ist garstig. Der wird weggesperrt. So. Kann ich ihn austoben. Komm an die Ecke. Du sollst ja nicht reingehen. So, was? Oh, Entschuldigung. Ich wollte mal kurz gucken. Du sollst dich gucken. Ich wollte kurz was gucken. Warum komme ich denn hier nicht raus? Moment. Ja, weil er dir im Weg steht. Boah, so, ey. Jetzt hier. Ja, super. Hallo. Jetzt bin ich, ja. So hörst hallo, du zu. Ups. Was denn? Ich wollte gleich mal noch einen ins Gesicht hier. Ja, weg hier. Ist doch nichts passiert. Ist doch alles gut, Mario, ich lebe noch. Mario, es ist nur Weihnachten, du musst nur ein bisschen. Eben. Ja, den Leuten mit Weihnachtsmütze nicht unter Atemschutz. Ja, außerdem, das Ding passt ja nicht durch die Tür. Ja, aber gerade so passt es nicht durch. Ich hätte so rausflutschen können. Das sieht man doch, dass das nicht durchpasst. Dann hätte der einen Terrazinosaurus gefressen. Voll so eine Fokuhila-Matte, ey. Sieht das aus. Oh Mann, und Hallöchen Thomas und Klaus. Die Federn da oben. Also meine garstige Augen. So eine fesche Frisur. Oh Gott, ey, der sieht aus wie hier von Monsters hier. Ja, wir haben ja gestern irgendwie den ganzen Tag so ziemlich bei meinen Eltern verbracht und die ganzen alten Schinken geguckt. Was ist denn mit dir los? Schieß mal wieder auf, sag mal. Ne, jetzt, ja. Du hast ja nochmal raufgehauen. Ja, ich zieh den jetzt mal weg. Hier hoffentlich. Kommt er zu mir. Nee, der will nicht. Der hat ja eine interessante Farbe hier. Guten Abend. Und Hallöchen, Max. Ja, dann komm mal ein Stück hinter. Komm doch mal hier hinter. Mann, ey, du hörst doch wieder nicht zu. Nee, ich muss doch ein bisschen lesen, was im Chat so steht. Du sollst aufpassen. Ich pass schon auf. Der kommt nicht mehr weg da. Naja. Naja, dann ist doch super. Dann kann man dem wenigstens zugucken, wie er gezähmt wird. So, guck mal. Jetzt ist er hier. Guck mal. Jetzt kannst du die Luke zumachen. Kuckuck. Alles gut. Ich sag auch noch extra nicht die Tür aufmachen und schwupp, Anni rennt rein. Ich schieb's einfach auf meine neue Tastatur. Wisst ihr, wie mir Toro uns zähmt? Nö, keine Ahnung. Ich hab ihn einfach mal mitgenommen. Der sprang hier rum. Oh, also mach's gut, Sabrina. Betäube und was denn das Inventarstücke ist jetzt bei denen? Wir finden schon noch was raus.
wahrscheinlich passiv 10 irgendwas in den Hintern schieben oder so, keine Ahnung. Super. Nein. Ja, und danke, Thomas. Und danke, Enrolled. Ist ja schon ein Tag her, ne? Ist ja schon ein Tag her. Immer noch. Was? Der hätte nur Anni wieder platt gemacht. Wer hätte mich platt gemacht? Alle. Alle. Alle hätten mich platt gemacht. Ja, der Territinosaurus ist fast fertig. Der hat jetzt noch irgendwie, weiß nicht, 5% oder so. Ja, ich stehe auch schon da. Ja, gleich los hier. Und so richtig viele Zitronen hat er gar nicht gefressen, ne? Das waren vielleicht jetzt so, ich glaube, 25. Ja, Enroll, so. Du hast es doch hingeschrieben. Natürlich wissen wir dann, wer du bist. Stand ja dabei. Ja, lesen können wir noch. Also gerade so, hin und wieder. Dann verpacke ich in meinen so langsam auch mal Zitronen rein. Echt, da sind ja wirklich noch fast alle drin von vorn. Ja, der hat, wie gesagt, 25, nicht mal 25 gefressen, glaube ich. Oder gerade so 25. Ja, wenn ich euch heute so ein bisschen ins Ohr schniefe oder sowas, nur huste und hast du nicht gesehen, müsst ihr leider mit leben. Bin noch krank, deswegen, naja. Armes Haarschal. Ja, ne, armes Haarschal. Aber fürs Stream reicht. Fürs Stream reicht's. Das noch. Ist gut. Boah, aber es geht relativ viel schneller wie gestern. Na, ich sag ja, das ging relativ zügig vor. Vielleicht haben sie umgestellt. Wieso bist du jetzt weggerannt? Nicht, dass du den verpasst hier. Ich verpasse ja nichts. Ich bin ja nicht du. Du, der ist gleich fertig. Ja, Mann. Na, dann bleib ich hier. Da kam gerade halt ein Äffchen oder sowas angerannt. Was, ein Äffchen? Ja, ich wollte eigentlich mal gucken gehen. Ja, wie zähmt man denn die Trodons jetzt? So, in ich bleib stehen. Oder so? Da musst du gezähmte Tiere, wo auch wirklich Angreifer da reinwerfen. Und dann musst du mit denen kämpfen und sie töten. Aha. Und das muss er natürlich überleben. Ah ja, klar. Ja, das ist ja eine totale Logik. Level 70 hat, ja okay, dann werfen wir ihm irgendwas vor die Füße. Dich? Aber das Tier, wo ihr nein warf, das muss ich auch wehren. Okay. Und zählt es. Ja, bin ich mal gespannt, was wir da reinwerfen können. Ich weiß ja nicht, wie stark die sind. Level 70, naja, keine Ahnung. Da werfen wir ihm jetzt nicht unbedingt einen Rex vor die Füße. Ich habe schon gestern irgendwas gesehen. Ich war ja gestern mal ganz kurz online und habe da irgendwas gesehen. Irgendwie im Chat, dass irgendwie Tiere gestorben sind, die von irgendwelchen Trodons getötet wurden. Und dachte mir so, hä, was ist denn los? Das war ein Altversuche. Und wenn er die dann tötet, dann steigt dann der Fortschritt, ne? Irgendwie so. Ja. Okay. Ganz wenig. Ja, also vermutlich mal, wenn er irgendwie Fleischfresser oder sowas tötet, dann also größere, stärkere Dinos, dann geht's wahrscheinlich schneller, oder? Und Hallöchen, Peter! Ja. Also Dodos wären jetzt nicht so die optimale Wahl. Ja, aber Dodos sind halt leicht zum Töten, aber müsstet halt unzählige von denen Viecher zähmen und dann dem auch zum Fressen geben. Naja, dick und fett und kugelrund und keine Ahnung, passt er nicht mehr durch die Tür. Hm. Passt auch so schon nicht, aber dann noch weniger. Aber ist gleich fertig hier, der. Ja, der. Keritinosaurus. Keritino. Ist ein Männchen. Ja. Na, mal gucken, was das wird hier. Ich find trotzdem, dass sie unverschämt viel Schaden machen für das Level, was sie haben. Also, der 55 ja. Hat vorhin 132 Schaden gemacht, also Mastercrafter Kano. Ja. Das ist echt pervers. Kann wehtun. So, jetzt los, werd fertig. Ja, den möchte ich auf jeden Fall nicht zu Fuß in freier Wildbahn begegnen. Also, nee, da bist das schon eine Geschichte. Ist echt bitter. Gut, ich meine, wenn man sich mal die Krallen hier anguckt, die wir haben, dann wundert mich das auch nicht. Das sind ja jetzt nur die Hinterfüße. Vorne sind ja noch ein bisschen krasser, glaube ich. Hallöchen, Bäcker! Dir auch fröhliche Weihnachten! Ja, heute macht er mal hin hier. Friss doch mal die Zitrone, komm. Hey, ist ein bisschen sauer, die Zitrone, das sag's dir. Ja, aber der mag die. Wenn hier 5000 Millionen Zitronen reingepackt, laufen, dass er die alle frisst, aber gut, will er nicht. Aber Peter, Balu ist doch gar nicht im TS. Yps ist hier im TS und Simon ist im TS. Und Max ist im TS. Mario sogar auch und ich auch, aber kein Balu. Aber das Gute ist, dadurch, dass er so wenig Zitronen frisst oder generell Yps so wenig frisst, gehen die Level halt nicht so schnell runter. Die Effizienz quasi. Ja, aber er hat halt hohe Top-Off-Verbrauch. Ja, das stimmt, aber ich meine, wenn man alles fährt wie Narcotics, ne? Aber der Max verabschiedet sich jetzt Geschichten schreiben. Geschichten schreiben? Ja, oha. Ich.
Wir sind nämlich auf ein lustiges Thema gekommen, auf den Hamster im Kopf, der immer die Nussschalen ins Getriebe rieseln lässt. Oh Mann. Ja, dann tob dich mal aus. Max, du weißt ja jetzt, wo du es erwähnt hast, musst du es auch mal im Stream dann vorlesen. Ja, auf jeden Fall. Kann ich gerne machen. Ja, wenn das fertig ist, dann machst du das mal. Okay. Cool. Ja, dann viel Erfolg dabei. Na, danke. Bis die Tage dann, genau. Würde ich sagen. Jo, bis dann. Tschüss. Und Hallöchen, Rani. Dir auch frohe Weihnachten. Rani, du warst aber schon lange nicht da. Oder du hast lange nichts geschrieben. Jetzt ja. Therizinosaurus ist fertig und hängt mit dem Kopf in der Wand. Alter, der hat Krallen. Das ist so krass. Muss man die Vorderdinger angucken hier. Naja. Guck mal, der muss sich jetzt erstmal umdrehen. Der folgt dir. Ne, wir brauchen erstmal einen Sattel. Achso, warte mal. Soll ich mal. Hast du ihn schon gelernt? Ansonsten lerne ich den dann schnell. Ne, ich hab ihn noch nicht gelernt. Dann lerne ich und den mal schnell. Und der Therizinosaurus kann dann auch gut Fiber sammeln. Okay, Alter, das ist schon mal gut. Guck dir auch mal die Krallen an hier. So. Therizinosaurus. Hast du mal angeguckt 40 hier? Punkte. Ja, es ist krass, ey. Warte mal, ich will den auch mal von der Nähe sehen. Freundchen, ne? Als Mann so eine Krallen zu haben, ist aber schon... Boah. Und einen Bart hat er auch. Und er kann auch Stein beschädigen. Guck mal, er hat einen nicht, Bart. Der macht nicht viel Schaden an Stein, aber er macht Schaden an Stein. Also der 115er, wo ich hab, der hat mit seinem Base-Angriff 2 Schaden gemacht. Ja, der hat ja auch nur 2 Schaden gemacht. Aber er kann auf jeden Fall Stein kaputt machen. Es dauert nur 100 Jahre, aber er kann es zumindest. Denn du musst beschädigen. Ja, kommt drauf an, wie lange er dran rumnagt. Das ist wahr. So, mal hier schnell an die Smithy, mal den Sattel zusammenklöppeln. Klöppeln. Oha, Rani, das klingt aber nicht so gut. Ja, kann ich verstehen, dass du dann leider nicht da warst. Drück auf jeden Fall die Daumen, dass es irgendwie wieder bergauf geht. Ja, auf jeden Fall, Rani. So. Ja, da müssen wir nämlich irgendwas zu essen reinwerfen. Hier ein Dodo oder sowas, keine Ahnung. Wo ist denn hier? Hier. Brauche nur noch Metall. Das geht ja sogar. Boah, ich muss trotzdem mit der Tastatur hier klarkommen, ey. Das ist echt so, bei Overwatch habe ich schon krass versagt, als ich mit der gespielt habe. Ja, Anni fehlt nämlich heute noch ein bisschen mehr als sonst schon. Also, das geht schon kaum noch, aber es geht irgendwie immer noch ein bisschen. Es geht einfach, es geht wirklich. Anni hat nämlich eine neue Tastatur und ich muss sagen, ich finde die auch etwas gewöhnungsbedürftig beim Tippen, weil das die so flache Tasten hat und das ist gar nicht so einfach. Ja. Der sieht irgendwie cool aus. So, nehmen wir mal hier 200. Passt ja nicht noch hier durchs Tor? Ah ja, passt durch, alles klar. Sehr schön. Den Therizino kannst du auch mit dem Quetzel tragen. Mit dem Quetzel? Na, wenigstens lässt sich mal wieder jemand vom Quetzel tragen. Ja, aber dafür kann der Archie keine Titanen-Boas mehr tragen. Ach so? Irgendwas habe ich da gelesen. Und der Therizino kann auch in Höhlen rein, wenn das Tino letztes Mal richtig austestet hat. Der sieht schon krass aus, finde ich. Boah, da ist er. Kleiner. Dann packen wir das mal rauf hier. Standardsattel. Zieh gleich mal hier los. Mal kurz rumreiten. Ja, mal gucken. Jawohl. Ja, Rani, wir sind auch der Meinung, 2017 wird besser. War bei uns tatsächlich auch so. Gab auch einige Todesfälle in der Familie. 2016 war generell ein echt bescheidenes Jahr. Wir freuen uns auch sehr aufs nächste Jahr. Ist einfach so. Gab noch ein paar andere Sachen, die total daneben gelaufen sind. Ja. Wir können das verstehen, wenn man einfach irgendwann mal die Schnauze voll hat. Was macht der denn hier mit dem Sekundärangriff? Was soll denn das sein? Hä, wo bist du denn? Ich stehe vorm Tor. Was macht der denn da? Hä? Was soll das sein? Das sieht aus wie ein Kitzelbill. Ja, hallo. Irgendwie schon, ne? Ich glaube, das ist irgendwie, soll irgendwie die Animation zum Fiber sammeln sein oder sowas. Könnt ihr mir vorstellen. Ich guck mal. Aber der sieht ja nicht aus wie ein Teddy enrolled. Also von daher. Ja, Teddy passt da jetzt keine nicht Ahnung, so. Keine Ahnung, was er da macht, weil irgendwie. Also wir gucken mal, wie wir ihn nennen. Hä? Und mit der Taste C macht er ja den Base-Angriff. Achtung, Bombe. C-Taste? Ja. Ah ja.
Soll ich einfach mal wieder das UI einblenden, dann sehe ich auch was. Könntest du machen? Warte, ich mach meine Fackel. Auch in dem Holzfeld, das sollte ja anscheinend auch ganz gut sein. So. Boah, ich finde es trotzdem unverschämt, wie viel Schaden der schon macht, ey. Also super. Kampftier. Und er kriegt ordentlich Fleisch raus. Ja, Holz sammelt auch sehr gut. Ah, Alter. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Motto, Rani. Es ist halt wirklich so, ne? Man muss das Beste draus machen. Hallo, Äffchen. Ja, übrigens, ich habe. Ja, stimmt tatsächlich, die rechte Maustaste ist zum Sammeln von Fiber. Da muss man ganz kurz gucken, hier, ne? So rechts neben mir. Ja, ja. Pass mal, ja. Wir sammeln mal Fiber. Ich bin übrigens links neben dir. Links neben mir? Da, guten Morgen. Guten Morgen, hier. Hast du mal geguckt? Ja, ich guck zu. Da. Sag mal. Oh. Okay. Das geht echt, also cool. Aus dem kleinen Busch kriegt er echt eine Menge raus. Oh, und jetzt wieder Moshops. Hallo Moshops. Ich stehe etwas neben der Spur. Ich habe doch schon die ganze Zeit irgendwie Wortfindungsstörung. Mario ist einfach mal verwirrt. Ich schiebe es einfach mal auf die Tabletten. So, und jetzt muss ich noch was trinken hier. Das sieht aber auch aus, wie der das wieder mit seinen Clown da so wackelt. Ja, ich bin auch der Meinung, das ist ein Kitzelmodus. So, jetzt muss ich mal kurz was zu trinken suchen. Herr Peter, ne, viel Spaß beim Renovieren in der Wohnung, wenn du so Jank an der Wand verteilst. Oh, Peter, Glückwunsch. Tut mir leid, ich wollte nicht lachen. Das ist Anni. Mario hat auch schon das Öl in der Küche verteilt, schön an der Wand. Ja, das ist aber schon Wochen her. Ich habe auf Klassenfahrt mal eine Rotkäppchenflasche an der Wand verteilt, war auch gut. Kann man alles mal machen. Das sieht aber echt lustig aus, wie der da am Fiber so rumkrabbelt. Cool. So. Kriegt halt auch brutal viel Fiber raus. Ja, das stimmt. 192 waren das vorhin. Ja, also so kurz ein bisschen was gesammelt, irgendwie schon ein Haufen Zeug. Über 2000 schon zusammen. Sehr schön. Jetzt kann ich jetzt gucken, beim Fiber sammeln. Muss mal gucken. Ich will auch mal. Muss mal gucken, wenn du levelst. Warte mal. Warte, ja. Gucken wir uns mal an. Mal, macht er denn Schönes? Oh, hallo. Und jetzt ist da was, ne? Ich habe noch nichts gemacht. Ach so. Pass mal auf hier. Das Gesicht sieht verschärft aus, ey. Komm mal her, pass mal auf. Ist das ein männlicher Tarizino? Ja. Ihr sollt den Edward mit den Scherenhänden nennen. Hat Klaus mir gerade angeschubst. Das passt sogar von den Fingern hier. Von ja, den auf Klauen. Jeden. Denn ich würde ihn einfach Edward nennen. Wir wissen ja, ne? Edward der Terino hier. So, mal umbenennen. Benennst du, oder? Ja, mach mal. Mach ich. Kannst du schon mal gleich deine neue Tastatur einbauen? Oh, Raptor Klaus ist da. Edward. Oh, ich kann nicht mehr schreiben. Alter, dem kann man auch hier Harvesting Levels. Edward. Power Harvest. Additional Power Harvesting. Additional Delicate Harvesting. Hä? Was? Soll das sein? Dann kann man auf jeden Fall Punkte verteilen hier in Harvesting, so wie den Moshops. Der ist Richtung Sumpf. Der Raptor Klaus, Sumpf. Oder was? Ja. Oh, ich krieg den wieder nicht rechtzeitig, ich weiß das jetzt schon. Ich schmeiß mich mal hier auf Valkyrion, wo immer Valkyrion gerade rumhängt. Mal Richtung schwebende Insel. Okay. Ich muss erstmal ein Flugtier finden. Wahrscheinlich ist es dann schon 2 Uhr und dann. Ach, die habe ich versteckt. Ja, siehst du. Deswegen stehst du auch nicht mehr auf der Geschenkeliste. Ja, toll. Ach, verdammt. Ja. Ich komme gleich mal mit. Ja, mach mal.